Ja, mal gucken, wo ich hier in Holland mal einen Gleitschirm fliegen kann. So, was haben wir denn hier? Paragliding Crash an der Düne. Ja, das hört sich gut an. Fun Paragliding, Zote Lande, Area 28. Na, gucken wir da mal rein. Sieht doch schon ganz gut aus. Schön hohe Düne. Okay, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Dann gucken wir doch mal nach dem Wetter. Wetter in Zote Lande. Dienstag, morgen ist morgen. Zumindest ist die Sonne da. 3 Stunden ist nicht viel, aber das Wind da unten. Ja, jetzt habe ich meine Lesebrille nicht an. 5 km/h. Das ist natürlich ziemlich schwach. Aber Südwestwind, das passt. Fahre ich morgen hin. So, ich bin jetzt kurz vor Zote Lande und wie ihr sehen könnt, also die Sonne scheint auch, bisschen bewölkt. Ja, der Wind kommt auch aus der richtigen Richtung. Sieht eigentlich ganz gut aus. For my English friends, yes, I'm near Zote Lande now and weather is alright. It's a little bit cloudy, but the sun is shining and yeah, and the wind is coming from the right direction, so everything must be fine. Yes, all right. You can see now this is Zote Lande. Very nice small Netherlands town. Ja, das ist also Zote Lande und ja, ein schöner kleiner niederländischer Ort, direkt am Meer. Viele Fahrradfahrer. So, jetzt noch die Sachen raus. Ja, so, here we are. Okay. Irgendwie ist der Wind doch relativ heftig. Und ich finde es sehr heftig. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt noch versteht. Also, wie es aussieht, könnte es sein, dass der Wind etwas zu stark ist. Aber ich bin jetzt noch nicht am Startplatz angekommen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also komisch ist auch, dass ich noch keinem Gleitschirmflieger oder anderen begegnet bin. Ja, aber wir werden das sehen. Gleich bin ich am Startplatz. Zumindest sehr schön hier. Also kann man sehen. Blick auf Zote Lande, das Meer. Echt schön. Ja. Ja, scheint so, dass der Wind was nachgelassen hat. Das wäre natürlich sehr schön. Ja, gucken wir mal. Ja, doch wohl etwas windig hier. Kann man ein bisschen was vom Meer zeigen. Echt windig. Also zu wenig Wind ist hier auf keinen Fall. Puh. Schon anstrengend hier. So, jetzt bin ich gleich am Startplatz. Also hier, das ist der Startplatz. Wind. Ja.
noch ein bisschen heftig. Leute, das hat hier gar keinen Sinn. Ich habe Angst, dass ich hier schon so weggepustet werde. Ah! Auf jeden Fall haue ich jetzt hier ab. Geschätzte 60 oder 65 km/h Wind, können auch 70 sein. Ja, lieber jetzt ein Bier saufen am Strand. Ja, ich glaube, es war hier doch die bessere Entscheidung. Obwohl hier unten ist relativ windstill, also verstehe das gar nicht. Aber so lässt es sich ja auch leben. Wie schön die Möwen fliegen. Das ist toll, ne?